riesig anfangen kann. Der Start ist in diesem Moment erfolgt und da wird dann zunächst mal von anderen um die Führung gekämpft. Da ist in der Bahnmitte dabei Klaas Boek und daneben El Zweco. Innen von beiden ist der Standout auch gut ins Rennen gekommen und OnTrack Piraten muss sich da zunächst mal im Hintertreffen wiederfinden. An etwa viertletzter Stelle, aber immerhin hat er eine Lage in der zweiten Spur. El Zweco rückt hier weiter auf zum führenden O'Grady. Dahinter ist außen Standout, also nicht vorbeigekommen an dem Gast aus Dänemark, der jetzt El Zweco passieren lässt. Der längste Außenseiter dieses Rennens ist vorne El Zweco. Bestimmt das Tempo, O'Grady dahinter. Dann haben wir Sanity in der dritten Position, außen Standout und außen erscheint Klaas Boko. Den Vorstoß geht O'Grady mit, wird jetzt aber wahrscheinlich Klaas Boko fahren lassen. Klaas Boko, innen noch O'Grady und dann OnTrack Piraten, der hat ja hier alles passend gehabt. Plötzlich liegt der zweite Pferd. Allerdings, wenn Klaas Boko jetzt das Kommando übernehmen sollte, hat er die Todesspur. Es sei denn, er kann den nächsten Führungswechsel bewirken. Klaas Boko, OnTrack Piraten, O'Grady innen, das sind die ersten drei. So geht es hier auf die Schlussrunde. Sanity an vierter Stelle hat da auch eine schöne Lage, sofern denn das Fürfurt OnTrack Piraten auch ein Fürfurt bleibt, aber danach sieht es aus. Klaas Boko innen, OnTrack Piraten aus und dann O'Grady mit Sanity. Es folgt El Zweco mit Chelsea Boko. Und dann haben wir Digital Inc. Verbessert ihr den Platz? Im Fahrwasser ist Naha, letzter im Moment Going for Gold Sass mit Bond Fresher. Da ist aber eine Menge Feuer in dieser Partie, in der es noch keine ruhige Phase gab. Und das wird so bleiben, denn jetzt erscheint Digital Inc. außen im Vordertreffen. Digital Inc. an der Seite von Klaas Boko. OnTrack Piraten muss ihn erstmal ziehen lassen, den Angreifer. Nun setzt Naha nach. Naha in der Außenspur unterwegs. Digital Inc. Naha, Klaas Boko geschlagen. OnTrack Piraten auch. Also die leichten Zweifel waren berechtigt. An der letzten Ecke ist Digital Inc. innen vorne, aber Naha greift hier weiter an. Die beiden haben sich meilenweit gelöst und Naha außen mit dem knappen Vorteil. Digital Inc. kann da nochmal zurückkommen. Naha, Digital Inc. innen kann nicht kontern. Naha ist der Sieger. Naha gewinnt hier vor Digital Inc. Dahinter ist Chelsea Boko auf dem dritten Platz.